Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Unser Leben ist wie ein leserlicher Brief. So schreibt es Paulus auch im Korintherbrief. Das, was Menschen in deinem Leben sehen, ist eine Saat, die du ausstreust. Hoffnung um 12. Heute wollen wir dich wieder ermutigen. Wir sind immer noch in Israel und werden auch dort Zeichen setzen, was heute auch wieder das Thema ist, Zeichen setzen Nummer 3. Wir werden diese Woche noch den 53. und 54. Kindergarten in Jerusalem einweihen. Das ist auch ein Zeichen gesetzt in Jerusalem. Und das Zeichen werden wir auch setzen, wenn wir gehen, dass wir schon den Startschuss geben, den 55. wieder zu betreiben oder aufzubauen. Ja, lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Hilfe brauchst und wir für dich beten dürfen, auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr heute. Setze ein Zeichen. Teil 3. Nochmal kurz zusammenfassend ist wirklich, in der unsichtbaren Welt sollen wir Zeichen setzen, wie auch in der sichtbaren Welt. Wir sollen vorwärts gehen. Vorwärts gehen, wenn wir auch noch nichts sehen, den ersten Schritt wagen und bereit sein, wirklich den ersten Schritt zu wagen. Und wisst ihr, wer ein Riesenzeichen gesetzt hat? Das war Jesus. Jesus am Kreuz. Dieses Zeichen, das finden wir überall an den Kirchen. Die Frauen hängen sich um den Hals und wir haben es auf der Bibel drauf und überall dieses Zeichen. Aber dieses Zeichen ist nicht nur das Zeichen, sondern dahinter steht der ganze Sieg Jesu. Nicht in dem Zeichen, sondern in der Tat, die passiert ist, die dort geschehen ist. Da hat Jesus, Gott durch Jesus, ein Zeichen gesetzt. Und das Kreuz erinnert mich auch an ein Zeichen, das wiederum mein Vater auch gesetzt hat. Wir haben diese Kathedrale gebaut und sie war im Rohbau fertig. Und er sagte, also er würde sich so wünschen, dass da, wo das Kreuz draufkommt, auf diese Wand Steine aus Israel hinkommen, weil das verbindet. Die Steine bewirken nichts und wir glauben nicht, dass Steine Kraft haben, irgendwelche, aber so symbolisch, ja. Mein Vater ging nach Israel, hat sie ausgesucht und die haben eine ganze Menge Geld gekostet und das wollten wir nicht bezahlen. Mein Vater kam nach Hause, hatte einen Brief auf dem Schreibtisch liegen und es war sein Geburtstag und eine Frau schrieb, was würdest du dir zum Geburtstag wünschen? Es darf schon ein Stück größer sein. Mein Vater, so wie er ist, hat er geschrieben, also er möchte das jetzt wirklich nicht irgendwo drängen oder hat große Erwartungen, aber sein momentaner Wunsch ist, eine ganze Wand voll Israelsteine von Israel kommen zu lassen. Das ist gerade das, was er erlebt hat, wo er war. Und das war genau die richtige Person. Das hat genau den Betrag ausgemacht, wo diese Person spenden wollte. Und so wurde dieses Zeichen gesetzt. Dann kam das Zeichen auf das Zeichen und da ist auch heute noch das Kreuz. Ihr seht es ja jeden Sonntag hinter uns, seht ihr diese Steine, die sind direkt aus Jerusalem. Wir beten für Menschen, die Sorgen und Nöte haben. Und eine Frau schreibt uns von ihrer starken Arthrose. Ich habe Arthrose 4. Grades in beiden Knien mit fast vollständigen Knorpeldefiziten und starker Beinfehlstellung. Ich kann mit 51 Jahren fast nicht mehr laufen. Und Jesus, du kennst diese Frau mit ihren Problemen im Knie,
wo sie kaum mehr laufen kann. Und Jesus, ich danke dir, dass du sie berührst, dass diese Knie wieder vollständig wiederhergestellt werden in deine göttliche Schöpfungsordnung, dass jeder Knorpel wieder an seinen Platz kommt, dass jede Zelle wieder ihre Funktion übernimmt. Und ich danke dir, Jesus, dass jeder Schmerz verschwindet. Im Namen Jesus widerstehen wir jedem Schmerz in diesen Knien. Und ich danke dir, dass sie wieder völlig hergestellt sind. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der heilt und ein Gott, der Wunder tut. Und ich danke dir, dass du mächtig eingreifst bei dieser Frau. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für die ganze Familie hat diese Frau. Liebes Missionswerkteam, schreibt sie, ich möchte Sie bitten, für unsere Familie zu beten, für Gesundheit, Finanzen und für Frieden in unserer Familie, dass unsere Söhne zum Glauben kommen. Vielen lieben Dank dafür. Und Jesus, du kennst auch diese Familie, wo dieser Herzenswunsch dieser Mutter ist. Und ich danke dir, dass du diese ganze Familie in deine Hände nimmst, dass sie eingeschlossen sind in deinen Segen, dass du Gesundheit schenkst und auch die Finanzen wiederherstellst. Da, wo Mangel ist, da füllst du ihn aus. Und ich danke dir, dass sie wirklich deine wunderbare Hilfe erfahren dürfen. Überfluss. Und ich danke dir auch für den Frieden, den du ausgiehst auf diese Familie. Danke, Jesus. Und auch die Söhne, dass sie zum Glauben kommen, dass du sie wunderbar berührst und dass sie dich erkennen und dass du in ihr Leben hineinsprechen kannst. Danke, Jesus. Du bist der Herr über diese Familie und ich danke dir für deinen Segen. Amen. Amen. Und auch wenn du Hilfe brauchst oder Gebet, dann lass es uns wissen. Die Infos sind eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Liebes Team vom Missionswerk, ich brauche Gebet für Heilung. Ich habe zurzeit so starke Schmerzen im Nacken und im unteren Rückenbereich, sowie auch in der Wirbelsäule und in den Knien. Bitte betet auch, dass Jesus meine Seele berührt und ich von innen heraus heile. Ich danke euch für die Gebetsunterstützung. Ja, Herr, danke, Herr. Lass wirklich diese Person, Herr, von innen heraus geheilt werden. Herr, du lebst in einem jeden, Herr, der sich für dich entschieden hat. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass auch, Herr, diese Schmerzen verschwinden. Herr, wir befehlen jedem Wirbel, jeder Bandscheibe, Herr, jedem Nerv, dass er wieder richtig funktioniert, in der ganzen Wirbelsäule. Wir bitten, Herr, durchströme du die ganze Wirbelsäule, Herr, mit deiner Heilungskraft. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für eine Bibelschülerin, die im Koma liegt, ist das nächste. Und eine Frau schreibt uns, bitte um Heilungsgebet für eine Bibelschülerin. Sie liegt seit 2,5 Monaten wegen Kopf- und Gehirnprobleme in einem künstlichen Koma, aus dem sie aber nicht mehr erwacht. Oh Herr, danke. Herr, wir würden gerne was tun, wenn wir es könnten, aber wir können es nicht. Und Herr, auch wenn Ärzte am Ende sind ihres Lateins, wie man sagt, Herr, ich danke dir dafür, danke. Bei dir ist alles möglich. Herr, ich danke dir dafür. Herr, begegne du dieser Frau. Danke, Herr, begegne ihrem Kopf, Herr. Danke, Herr, dass alles, Herr, Herr, was irgendwo zerstört ist, was nicht mehr funktioniert, was gelähmt ist, Herr, wir rufen wieder Neues hinein, neue Zellen, neue Durchblutung in dieses Gehirn und dass diese Frau aufwacht und gesund ist. Wir bitten es, Vater im Himmel, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott greift ein in Menschenleben und geheilt von grünem Star, schreibt diese Frau. Ich hatte Probleme mit den Augen. Bei einer Kontrolluntersuchung beim Augenarzt stellte dieser grüner Star fest. Ich danke euch für alle eure Gebete. Der Herr hat mich geheilt. Ich bin sehr dankbar. Ihm gebührt alle Ehre. Und für Gott ist auch unser Alter kein Problem. Wir danken Gott und euch von ganzem Herzen. Die Zurückverlegung des Darmes bei meinem Mann verlief komplikationslos. Der Professor rief mich unmittelbar nach der OP glücklich an, dass alles so gut verlaufen sei.
Vorher meinte er, dass es ein großes Risiko in dem hohen Alter sei. Und überglücklich über eine neue Wohnung ist das nächste Zeugnis. In der Gebetsnacht Herbst 2020 bat ich um Gebet für eine Wohnung in Berlin. Im Januar 2021 hat sich euer Gebet erfüllt. Gott ist so gut. Ich hatte sogar zwei Wohnungen zur Auswahl. Bin super glücklich über die schöne Wohnung. Danke Gott und euch. Ihr seid ein Segen. Und in Berlin eine Wohnung zu finden, ist wirklich ein Wunder. Heilung an Seele und Leib. Eine Frau schreibt: Ich wurde von Gott seelisch geheilt und langsam auch körperlich. Der Herr hat mir meine Ehe, meine Familie, meine Beziehungen geheilt. Mehr noch, er versorgt mich jeden Tag auf eine Weise, wie nur er es machen kann. Danke für eure Gebete. Danke dem Herrn. Ja, an Geist, Seele und Leib schenkt Gott uns Gesundheit. Das ist das Schöne. Gott schenkt Geist, Seele und Leib. Das heißt, das ist das Gleichgewicht, das wir brauchen. Wenn eins davon krank ist, kommen wir aus dem Gleichgewicht heraus und irgendwas schmerzt oder irgendwas geht kaputt. Geist, Seele und Leib. Hast auch du etwas erlebt? Vielleicht an einer anderen Stelle? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne, gerne vorlesen. Wir hatten es von den Zeichen. Wir hatten es von dem Kreuz. Aber ich sage dir, schau nicht nur nach einem Zeichen, sondern setze du auch ein Zeichen. Wir sehen immer gerne Zeichen. Oh Herr, schenke du mir ein Zeichen, schenke du mir ein Zeichen. Herr, schenke du mir, wie es weitergeht. Das ist nicht verkehrt, aber setze auch du ein Zeichen. Ja, ich bin bereit, vorwärts zu gehen. Herr, schau, ich habe den ersten Schritt getan. Danke, dass du mir weiterhilfst. Vertraue auf die Hilfe Gottes. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch heute bis 13 Uhr. Ja, heute sind wir auch noch in Israel. Es geht bald wieder nach Hause. Aber möchtest du etwas sehen, was wir alles erlebt haben? Geh auf unsere Webseite. Dort findest du einiges, das du anschauen kannst. Und wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.